Ja, heute legen wir los mit der wissenschaftlichen Tagesschau, heute mit den Fragen von Zuschauern. Die anderen Sachen kommen natürlich dann alle nachher, die anderen Nachrichten. Und zwar legen wir doch gleich mal los mit den Fragen. Ja, vielleicht kurz zur Information. Die Sender, die unsere Produktionen veröffentlichen, schicken uns öfters, bevor sie sie löschen, irgendwelche unsachlichen Kommentare beziehungsweise von Leuten, die zum Beispiel unhöflich nicht siezen. Also hier nochmal der Hinweis, hier geht es um wissenschaftliche Gespräche und hier wird gesiezt, ne? Und Höflichkeitsregeln eingehalten, was ja scheinbar im Internet versandet ist, ne? Da wird ja beleidigt, rumgeflaumt, unsachlich und vor allem immer beleidigend geduzt und so weiter. Nein, also hier wird gesiezt. Wenn Sie also wollen, dass Ihre Kommentare veröffentlicht werden von den Sendern, dann verhalten Sie sich wie ein höflicher Mensch. Oder würden Sie Frau Merkel jetzt auch ansprechen? Hier, du Angela, du hast da was gesagt. Ja? Würden Sie das auch machen? Ja? Also da ist doch ganz klar, das, was da im Internet üblich ist, dieses Duzen, ist reine Unhöflichkeit. Ja? Das ist einfach aus diesem Beleidigungsstil, dieser Gewohnheit an das Beleidigen anderer sozusagen gewachsen, dass man die dann auch noch entsiezt, ne? Ja? Sozusagen, ja, und wir kriegen dann halt so Fragmente zugeschickt, weil man die Kommentare in der Gesamtheit nicht veröffentlichen kann. Aber hier, wie gesagt, dann gehen wir immer hier dran drauf ein, wenn da ein vernünftiger Kern auch manchmal in diesen unsachlichen Kommentaren war. Fangen wir an. Da hat jemand also geschrieben, in der früheren Gesellschaft, wo ein einzelner Händler sich geirrt hat, also er meint, wahrscheinlich der Zuschauer meint, sich sozusagen einen gewinnbringenden Irrtum entwickelt hat, ja, und den Menschen deswegen also billigere und damit gesundheitsschädlichere schlechte Nahrung angedreht hat. Ja, aber wenn das so schlecht war, wieso haben sich dann diese Gesellschaften bis heute entwickelt und sind nicht einfach schon damals gescheitert, ja, in der Evolution? Ja, das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Sie brauchen, das ist dieses mangelnde Verständnis von Evolutionsverläufen. Ja? Sie bräuchten ja da erst einmal, damit irgendwie ein System aussterben kann mit gewinnbringenden Irrtümern, bräuchten Sie ja so etwas wie ein konkurrierendes System. Wenn Sie aber in der Evolution keinen Konkurrenten haben und diese Lebensformen, es gab ja keine Gesellschaften, es gab einzelne Kommunen mit ihren Nachbarkommunen und die hatten dann wieder ihre Nachbarkommunen und wieder ihre Nachbarkommunen. Also es war ja, gab ja keine Staaten, keine Gesellschaften, kein gar nichts. Und wenn das war letztendlich eine einzelne Interaktion zwischen einem Händler und den einzelnen Personen der jeweiligen Kommunen. Ja? Und wie sollte denn jetzt sozusagen der Händler mit seiner billigen, krankmachenden Nahrung nicht erfolgreich sein? Wie sollte das denn aussterben? Dazu müsste doch seine Nahrung, ja, deswegen übertragen wir das auch mal auf heute, schauen wir es uns an, heutige Situation, das hätte ja vor 400 bis 140.000 Jahren, als mit Sicherheit der Handel erfunden wurde, der Tauschhandel, da hätte es ja dazu kommen müssen, dass eine Mutter, egal ob heute oder vor 400.000 Jahren, es hätte so sein müssen, dass die Mutter also an Krebs stirbt. Aber wann stirbt die Mutter an Krebs? Ja, wann stirbt denn die Mutter an Krebs? Auch heute sind doch unsere Lebensmittel nicht so, dass die Mutter tot umfällt. Sie kauft was im Supermarkt, geht vor die Tür, beißt rein und fällt dann tot um.
Das wäre natürlich auffällig, das wäre peinlich, das wäre auffällig und da wäre dann schon die ganze Sache beendet sozusagen. Genau das geschieht ja nicht, sondern wann stirbt die Mutter an Krebs? Mit 50, mit 55, mit 60, ja? Und wie viele Kinder hat sie bis dahin schon bekommen? Sie hat vielleicht schon 3 Kinder bekommen, ja? Ja? Und das heißt, die Mutter bringt dem Kind bei, ja, ich kaufe bei dem Händler, ich glaube daran, ich merke ja gar nicht, dass er mich vergiftet. Ich werde zwar immer kränker, aber die Frühärzte sagen ja, es liegt gar nicht an der Ernährung, es liegt gar nicht daran sozusagen. Und die Familie versteht auch nicht, dass es wesentlich an dem Händler oder an dem heutigen Supermarkt lag, dass die Mutter an Krebs gestorben ist. Die Kinder kaufen auch wieder im Supermarkt, belohnen also weiterhin und zwar aus der Mutter ein Kunde, wurden 3 Kunden, 3 Kinder. Ja, das heißt also, der Supermarkt wird dreifach belohnt, obwohl er die Mutter mit Krebs getötet hat. Ja? Und das war damals schon genauso. Ja? Die Leute bekommen neue Kinder, ist gleich Kunden und sterben danach an Krebs. Ja? Sie sterben ja nicht meistens nicht an Krebs, bevor sie Kinder bekommen haben, sondern danach. Ja? Ja, das ist also keine Möglichkeit, dass der damalige Händler vor 400.000 Jahren unter Aussterbensdruck kommt und sozusagen, wenn, dann könnte man sagen, dann müsste doch die ganze Art vor 400.000 Jahren unter Aussterbensdruck geraten sein, weil sie doch, es müsste doch einen Wettbewerber gegeben haben und den hat es aber nicht mehr gegeben. Ja? Es gab vor 400 bis 140.000 Jahren keinen Wettbewerber mehr, der nicht den freien Markt hatte, ne? Den Handel, den freien Handel hatte. Und dadurch gab es keine Konkurrenz, vor allem gab es keine Konkurrenz, der ebenfalls ein, was weiß ich, 1200 Milliliter Gehirn zu dieser Zeit hatte, ja? Und so weiter. Und wenn kein Konkurrenz da ist, also zum Beispiel die Vorfahren der Bonobos und Schimpansen mit ihrem lächerlichen 400 Milliliter Gehirn oder 450 Milliliter Gehirn, das waren keine Konkurrenten mehr. Also es gab keine andere Art, die jetzt sozusagen das hätte übernehmen können. Und vor allem die vergiftende Ernährung steigerte sich ja sozusagen von null auf ganz langsam, also wie so eine Kurve, so asymptotisch, ganz langsam wurde die Nahrung immer giftiger und immer schädlicher und so weiter, immer mehr billiger und giftiger und immer mehr denaturiert und so weiter. Und sozusagen dadurch auch, dass das so langsam begann, bestand auch keine Gefahr, dass jetzt plötzlich die Viren und die Bakterien die Menschen wegen ihres schlagartig schwachen Immunsystems völlig abräumen würden. Also auch das war nicht der Fall und das war auch kein Problem. Und sozusagen von daher, und wenn dadurch viele Kinder, dadurch, dass die Kinder dann schon ein schwaches Immunsystem hatten, dann war halt dann damals einfach die Kindersterblichkeit erhöht worden durch die Lebensmittelhändler mit ihrer giftigen Nahrung sozusagen. Das haben wir ja dann in der Hochblüte gesehen. Was weiß ich, aus dem Mittelalterbereich wird ja irgendwie immer berichtet, dass da die Kinder wie die Fliegen gestorben sind. Ja, natürlich, geschwächtes Immunsystem der Mutter, schlechte Muttermilch, geschwächtes Immunsystem der Kinder, Kinder fehlernährt und Kinder, riesige Kindersterblichkeit ist doch ganz selbstverständlich und dann noch katastrophalste hygienische Verhältnisse und so weiter. Und dann sehen wir ja, dass auch die Pest, wann konnte die Pest zuschlagen? Als die Händler so weit waren, dass ihre Nahrung so giftig geworden war, dass die Immunsysteme so schwach waren, dass sogar ein Drittel der Bevölkerung an den Pesterregern sterben konnte. Ja? Das heißt also, damals vor 400.000, 300.000, 200.000 Jahren, da waren die Nahrung noch verglichen damit ja total harmlos. Also die war zwar
zwar schon giftig, aber nur so sanft giftig, dass das alles sozusagen noch gar kein Problem war. Erst so im Mittelalter mit dieser riesigen Kindersterblichkeit und so weiter, wovon ja ein Teil immer natürliche Kindersterblichkeit ist. Aber diese Anfälligkeit, dass also die Viren und die Bakterien vielleicht stärker werden konnten, weil der Mensch hatte unter den Säugetieren und den anderen Tieren null Konkurrenz mehr. Ne? Und der Mensch war weltweit mit freiem Handel und freiem Markt versetzt, ja? Weil ja niemand die Gefährlichkeit erkannte. Und da gibt es dann keinen Aussterbensdruck mehr. Ja, denn jetzt hätten nur die Viren und Bakterien den Aussterbensdruck machen können und das Größte war ja die Pest mit 30% Toten, ja, und die riesige Kindersterblichkeit. Aber nur was passiert, wenn sie riesige Kindersterblichkeit haben, dann bekommen die Mütter halt sofort ein neues Baby und dann ist das auch wieder kein Problem, ja. Das heißt also, da ist der Selektionsdruck ist nicht möglich, ja, und deswegen haben die Menschheit trotz der Krankheit freie soziale Marktwirtschaft und trotz der Krankheit freier Handel und freier Tauschhandel, ungelenkt sozusagen, haben sie trotzdem überlebt. Ja? Und es gab einfach keine Selektionsbedingungen, die sie hätten aussterben lassen. Ja? Ne? Und bei uns, da die Menschen ab circa 50 Jahren chronisch krank werden, sind die Kinderneukunden schon da, also kein Selektionsdruck auf den Giftmarkt, also auf den Gifthändler und den Giftsupermarkt herrscht, liegt einfach kein Selektionsdruck. Im Gegenteil eher, ja? Also der Selektionsdruck liegt eher drauf, der Giftmarkt liefert die billigeren Produkte, weil sie billiger herzustellen sind und da laufen die Kunden hin. Also läuft der Selektionsprozess eher in die entgegengesetzte Richtung. Ja? So, die Frage geht dann weiter. Aber was ist denn in dem Prozess von vor 400.000 Jahren bis heute passiert? Warum haben die Irrtümer während dieser Zeit nicht zum Scheitern geführt? Ja, das ist jetzt gerade, habe ich gerade beantwortet, ja. Eben auch wegen der nicht möglichen richtigen Attribution. Attribution heißt in der Psychologie Zuschreibung. Ja? Also wenn der Kunde seinen Krebstod nicht dem Supermarkt zuschreiben kann, kann seine Familie auch keinen Kurswechsel begehen sozusagen. Deswegen brauchen wir ja die Wohlfühlstimme und die Staatsstatistiken vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, damit wir eben feststellen können, welcher Supermarktleiter sozusagen seine Kunden mehrheitlich vergiftet und welcher sie ihnen ein kerngesundes Leben ermöglicht. Das muss man eben durch Staatsstatistiken, also durch gesunde, echte ideale Planwirtschaft, muss man freie soziale Marktwirtschaft, der freie Markt muss gelenkt werden, der freie Handel muss gelenkt werden. Aber genau das haben wir ja alles jetzt nicht. Ja, die Leute attribuieren ja, also unsere fehlentwickelte Medizin attribuiert ja sozusagen die Krankheiten zu angeblichen Gendefekten, zu angeblichen, dass einfach die Krankheiten allmächtig seien. Sehen wir jetzt ja bei Corona, dass es sich um Killerviren handelt und so weiter. Und diese falsche Attribution, die glauben ja die Menschen. Also kann es nicht zu einer zu einem Selektionsprodukt auf den normalen Supermarkt kommen, auf den Marktleiter. Ne? So, und dann geht die Frage weiter. Kann man etwas überhaupt als Irrtum bezeichnen, was für 400.000 Jahre funktioniert? Ja, etwas, was hunderte Millionen Kriegstote gebracht hat, Tote durch linksradikalen Stalinismus, Maoismus und solche Irrwege und so weiter. Und was Hitler hervorgebracht hat und so weiter. Natürlich, ein solches System überlebt dann, wenn eben keine Konkurrenz in der Evolution da ist, ja, und wenn wir hatten halt keine konkurrierende Sachen, ja, also wenn wir einen Wettbewerb haben, wir müssten ja mindestens mal zwei Staaten haben, einen Wettbewerb und einer Staat müsste ganz ohne freien Markt sein.
haben wir nicht auf der Erde. Aber wenn wir das gehabt hätten, sagen wir mal eine Urkultur, eine ursprünglichere Kultur, die quasi fast keinen freien Markt hat. Ja? Denn die Idee eines Handels und so weiter, die hat sich leider ausgebreitet, so wie Corona weltweit nicht aufzuhalten ist, war auch die Idee des freien Marktes, das Meme vom freien Markt, dieser Virus des Geistes, nicht aufhaltbar. Ja? Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine ursprüngliche Kultur, die kaum geschädigt ist durch den freien Markt, ja. Dann kommt aber jetzt kommt noch eine Komplikation. Jetzt könnte man sagen, jetzt müsste doch die mit dem wenig freien Markt den anderen Staat problemlos auskonkurrieren können, denn die Menschen sind doch vitaler, gesünder, fitter. Pustekuchen. Es ist leider genau anders, ja. Denn der Staat mit dem freien Markt wird kriegsbereiter. Ich erinnere noch einmal ganz kurz dran, naturwissenschaftliche Beweisführung hier. Dieser Händler sagt hier die Wahrheit und sagt hier, ich habe Steinäxte dabei, die könnt ihr vielleicht manchmal benutzen, um Früchte leichter loszuschlagen oder im Boden besser zu buddeln nach Gemüse. Und so weiter, ja, also das sozusagen, ja, und ansonsten finde ich es toll, wie friedlich ihr mit euren Nachbarkommunen, wie liebevoll ihr mit denen in Kontakt seid und so weiter. Und der andere so Händler erzählt, der tausendste Händler irrt sich wieder und Mutation und Selektion, Variation und Selektion als Naturgesetz erzwingt automatisch, dass irgendwann einer sich irrt. Und der sagt plötzlich, nein, also da, der hat also eine Geschichte falsch übersetzt, Übersetzungsprobleme, und der erzählt, nein, da hat eine Kommune die andere nachts überfallen und totgeschlagen. Und was passiert jetzt in den Köpfen der Zuhörer? Sie kriegen Angst, ihnen wird Panik gemacht, wie bei Corona, Killervirus und so weiter, Angstmache als Manipulationsaspekt, ohne böse Absicht, denn der irrt sich ja nur, der Händler, ja. Und sein Märchenerzähler irrt sich, seine Werbeabteilung, seine Marketingabteilung irrt sich und so weiter. Und letztendlich passiert dann Folgendes, die Leute kriegen Angst, kaufen ihm in Massen diese Steinäxte ab, jetzt nicht zum Gemüse ausbuddeln, sondern um sich wehren zu können bei einem Überfall. Und irgendwann kommen sie auf die Idee, dass man vielleicht doch besser die Nachbarkommune totschlägt, bevor sie einen ja überfallen könnte. Ja, das heißt also, diese ganze Gruppe, die Gruppe mit diesem Händler wird automatisch in Waffentechnologie investieren und dort auch forschen und weiterentwickeln. Aus den Steinäxten wird später dann der Pfeil und Bogen entstehen oder andere Waffen und so weiter, Speere oder ähnliche Dinge, ja. Was ja nichts anderes ist, als das Steinmesser an die Spitze eines Stabes zu tun und so weiter, Spieße und so weiter. Und das heißt also, und jetzt passiert Folgendes, jetzt trifft diese ursprüngliche Kultur mit ganz wenig freiem Markt auf die mit dem vielen freien Markt, in der die Waffentechnologie viel höher ist. Und dann haben wir genau das Szenario, was in Nordamerika passiert ist. Die nordamerikanischen Indianer sozusagen, also hier missbrauchen wir mal unser Bild von heute, die nordamerikanischen Indianer sozusagen sind die Harmlosen, die also eben die noch in Kommunen leben, die nicht besonders stark bewaffnet sind, höchstens für die Jagd, wenn sie und so, und die einfach nicht auf Weiterentwicklung der Waffentechnologie gesetzt haben, weil man in Nordamerika untereinander friedlich sich besucht hat und sich nicht überfallen hat, sozusagen. Und jetzt kommen hier aber die aus Europa, wo also sozusagen dieser freie Markt so weit entwickelt ist, dass diese Angst und diese Waffentechnologie-Evolution stattgefunden hat. Und jetzt wandern die nach Nordamerika und treffen auf eine Kultur, die gar nicht in Waffentechnologie investiert hat, sozusagen, in Hightech investiert hat. Und dann ist es ganz klar, dass diese dann mit all ihrer
Aggressivität, mit ihrer Unterdrückung der Sexualität, das kranke Europa mit all seinen Neurosen und all seiner Unglücklichkeit, das ja nur erobern kennt, sozusagen tötet die nordamerikanischen Indianer und rottet sie fast aus oder fast vollständig aus. Ja, und damit tötet das Kranke das Gesunde. Ja, und das heißt also, wenn man die Evolution konkret anschaut, ist es leider unter Bedingungen des freien Marktes nicht möglich, dass die gesündere Kultur überlebt. Das geht nicht. Ja, weil die kranke Kultur unheimlich stark waffentechnologisch ist. Ne? Eben durch das teuflische Wirken des freien Marktes, dass die Menschen aus ihrem pazifistischen Kommunenleben in das kriegerische Leben hineingeführt hat, sozusagen. Ja? Und das ist eben die Beweisführung. Ja? Ja, also noch einmal hier, der mit dem freien Markt wird kriegsbereiter, die Waffentechnologie stärker und dann tötet das Kranke das Gesunde. So, eine andere Fragestellungs- oder eine andere fragestellende Person oder kritisierende Person, was auch immer. Ja, wir freuen uns ja über Kritik und so weiter. Dann kommt die Frage, es sterben aber auch Menschen dort, wo es gar keine Apothekenprodukte gibt, sondern nur Naturmittel und Voodoo-Zauber. In solchen Gegenden sterben sogar weit mehr Menschen an Krankheiten als in Gegenden, wo es Apotheken und gute Krankenhäuser gibt. Ja, liebe Zuhörerin, Sie fallen da auf die Propaganda der Medizinindustrie rein. Die harten Daten sprechen eine ganz andere Sprache. Gerade hat Dr. Med. Rüdiger Dahlke gesagt, dass in Nomalinda, Kalifornien, Südkalifornien, bei den Adventisten die Menschen 15 Jahre älter werden als im Rest der USA, eben weil sie dort alles nur Naturnahrung und auf naturnähere Nahrung setzen und weil diese Adventisten auch sicherlich ganz wenig Medizin und Krankenhäuser und so etwas und Apotheken haben und so weiter. Und da leben die Menschen länger. Genauso ist es bei den Okinawas, Südteil von Indien, südliche Insel von Japan natürlich. Und dort sterben seitdem, gab es bis vor kurzem, vor einigen Jahrzehnten noch ganze Armeen von 110-Jährigen, die voll gearbeitet haben und voll vital waren und so weiter. Als dann McDonald's, also die westliche Ernährung und die westliche Schulmedizin nach Okinawa kam, seitdem sterben die Leute, leben die immer kürzer und die meisten sterben jetzt schon mit 80 oder so. Ne? Also das heißt, die Beweise sind genau umgekehrt, ja? Zu ihrer Behauptung. Sie behaupten einfach etwas, was einfach nur Propaganda einer Medizinindustrie ist, die einfach ihre eigene Ware loben will, ihre eigenen Dienstleistungen und den angeblichen Erfolg loben will. Schauen Sie sich das Video von Dr. Med. Gerd Reuter mit TH an, der beweist anhand der Daten des Statistischen Bundesamts, dass wir alle jetzt auch immer kürzer leben, weil die Medizin immer stärker wird und immer mehr medizinische Maßnahmen uns immer schneller töten, sozusagen. Ja? Schluck Wasser. Ich finde, dass Ärzte durchaus jetzt geht es weiter in dem Kommentar. Ich finde, dass Ärzte durchaus über gesunde Lebensweise aufklären. Fast in jeder Arztpraxis liegen Infos zur guten Ernährung auf und viele Ärzte reden auch mit ihren Patienten darüber. Dass das nicht alle beherzigen, ist eine andere Sache. Das ist genau richtig. Das ist ja eben der entscheidende Punkt. Warum können es nicht alle beherzigen? Warum können nicht alle das beherzigen, was sie vor Krebs schützen würde? Das ist die Konsumsucht, ja? Und das dann muss ich kurz erklären, wiederholen zum 1000. Mal: Konsumsucht. Wir haben hier
den wahrheitsorientierten Händler vor langer Zeit, ja, und der sagt, ach, ist das toll, dass ihr alle so schmust und mit den Nachbarkommunen schmust und dass ihr alle so ein tolles Liebesleben habt, ach, ist das toll bei euch und so weiter, ja, und macht ruhig immer weiter so, das ist ganz toll. Und jetzt kommt irgendwann wieder der Händler, der sich irrt, oder Händler und Früharzt, der sich irrt, also Frühhändler und Früharzt irren sich und sagen, na, ach, ist das eklig, widerlich, und ja, ihr kriegt ja lauter Krankheiten, wenn ihr so viel schmust und so viel Sex habt und so weiter. Nee, das stärkt nicht euer Immunsystem. Nee, das schwächt euer Immunsystem. Ach, und das ganz gefährlich und eklig und widerlich und unkeusch und unschicklich und so weiter. Und durch diese Propaganda sozusagen werden die Menschen verklemmter und sozusagen und schmusen miteinander weniger, erleiden einen Glückshormonmangel, ihr natürlicher Glücksspiegel, der eben nur in der Kommune, im Kommunenleben gefüllt werden kann, der Glückshormonspiegel sozusagen ist dauerhaft zu tief, die Volkskrankheit Depression entsteht in Vorläufern, sozusagen die heutige Volkskrankheit Depression, Endorphinmangel, Glückshormonmangel, ja, entsteht sozusagen und da dann kaufen die Menschen Essen nicht, um gesund zu leben, sondern sie kaufen Essen als Droge, als Ersatzbefriedigung, Zucker, Salz, also Geschmacksdrogen, Geschmacksverstärkerdrogen und all diese Drogen kaufen sie, um sich zu trösten über das nicht gelebte Leben, von dem Dr. Med. Rüdiger Dahlke ja auch gesprochen hat. Ja? Und das bedeutet also, dass sie, weil sie süchtig sind, versuchen Sie doch mal einem Heroinsüchtigen sein Heroin wegzunehmen. Deswegen ist das, wenn die Ärzte mal so nebenbei, so eben mal gesündere Ernährung empfehlen, das trifft auf einen Heroinsüchtigen, also Esssüchtigen, der an seinen Suchtmitteln hängt und den so einfach geht nicht eine Therapie, die Leute von der Esssucht, von der Konsumsucht, von der Geschmacksdrogensucht wegzubringen. Ja? Und deswegen brauchen wir ja die Totalreform des Gesundheitswesens und die Lenkung durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und so weiter. Ja? Also das heißt hier bitte einfach sorgfältiger die Videos hören, da wird alles erklärt. Sie verstehen einfach leider die Realität nicht und vor allem auch die Lösung der Next Scientist for Future.de noch nicht. Und auch wer noch so gesund lebt, ist von Infektionskrankheiten nicht gefeit. Vor Infektionskrankheiten nicht gefeit. Das stimmt eben nicht. Ja? Also zum Beispiel, jetzt haben wir ja angeblich ein Killer-Virus unterwegs. Und ich habe in der gesamten Grippesaison sind ja normalerweise die Leute teilweise eine Woche krank, zwei Wochen krank. Ja, ich ernähre mich ja so, wie ich es in den von mir besprochenen Videos, wie ich es in den Talks mit Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob und Professor Michaela Döll und in meinen eigenen Videos besprochen habe. Ich ernähre mich ja so und ich habe ganz bisschen den grippalen Winter diesmal gespürt, dass ich manchmal ein paar Kopfschmerzen hatte, wo ich sagen könnte, das könnten jetzt leicht virale Kopfschmerzen sein, ja? Und die haben aber zwei, drei Stunden gedauert und dann waren sie weg. Ja, kein Husten, kein Schnupfen, kein gar nichts, ja, und so weiter. Also das heißt, wer richtig gesund lebt, der ist eigentlich fast völlig gefeit gegen Infektionskrankheiten, ja. Dr. Dahlke hat, glaube ich, auch gesagt, er macht seit 40 Jahren oder 30 Jahren, macht er die Grippewinter nicht mehr mit. Die gehen an ihm vorbei, weil er ein starkes Immunsystem hat, ne? Ja, aber Ebola, wir wissen ja über Ebola gar nichts, außer der Propaganda, die darüber geliefert wurde. Aber es ist durchaus möglich, das habe ich immer schon gesagt, dass weil wir alle so ein geschwächtes Immunsystem haben und weil sogar diejenigen, die sich am gesündesten ernähren,
sozusagen ein geschwächtes Immunsystem haben, sozusagen. Ja? Weil eben, wir haben ja die Umweltvergiftung, wir haben vergiftete Nahrungsmittel. Es ist da gar nicht mehr möglich, wirklich gesunde Nahrungsmittel zu bekommen, auch wenn man versucht, alles zu tun, gesund zu leben. Es ist ja gar nicht mehr möglich. Ja? Also insofern haben wir alle eine gewisse Immunschwäche. Das haben wir alle gemeinsam. Ja? Also auch der Milliardärskönig, der versucht, sich optimal zu ernähren und so weiter, auch der wird ein geschwächtes Immunsystem haben, zwangsläufig, das ist so. Ja? Es gibt hier kein sauberes Leben mehr und kein sauberes Bio mehr. Das ist alles mehr oder weniger Müll und Plunder, ne? Und immunschwächend. Ja, das gibt ja schon kein, wo haben Sie ein nicht in Monokulturen angebautes Bio? Das haben Sie nur wahrscheinlich in der Permakultur oder so, in einem perfekten Naturgarten, ja, und so weiter, ja. Und das haben wir nirgends, ja. In Bio, da wird monokulturell angebaut, wie überall sonst auch. Und alles, was monokulturell ist, ist schädlich, ja, für uns, ja. Das ist alles nicht Natur, ne? Ja, und das bedeutet also, und was ist mit Ebola zum Beispiel? Ich habe immer gesagt, dass wenn aus dem Tierreich ein Erreger überspringt auf den Menschen, dann trifft das der Erreger, der hat sozusagen ein Virus, will ja nicht töten, sondern überleben, ja, und sich ausbreiten. Und das Virus sozusagen entwickelt ja eine solche Durchschlagskraft, dass es seinen Wirt nach Möglichkeit nicht tötet, sondern in ihm leben kann und auch stark genug ist, um aus seiner Hautoberfläche wieder, wie zum Beispiel Herpes, wieder ausbrechen zu können und andere infizieren zu können oder aus den Atemwegen ausbrechen zu können über Husten und Schnupfniesen und so weiter und dann andere infizieren zu können. Aber auf keinen Fall sind irgendwelche Viren darauf aus, sozusagen sozusagen so stark zu sein, dass der Wirt gleich tot umfällt. Ja? Das wäre dann eine Sackgasse, dann solche Viren sterben regelmäßig aus. Ja? Und deswegen, und bei den Tieren ist es zum Beispiel so, man hat ja festgestellt, dass die Affen zum Beispiel, die menschenähnlichen Affen, alle problemlos leben mit HIV zum Beispiel, mit dem angeblichen AIDS-Virus und so weiter, mit diesem, das ich auch nie selber gesehen habe und ich glaube erstmal ja nichts, was ich nicht selber gesehen habe. Ja? Und bei Ebola ist es wohl so ähnlich. Die Tiere leben mit ihrem starken, noch nicht denaturierten Immunsystem. Also es dauert ja eine Zeit lang, bis unsere Luftverschmutzung auch die Tiere immunschwach gemacht hat und unser Druck auf die Tierwelt sie immunschwach gemacht hat. Also im Moment haben die Tiere noch ein stärkeres Immunsystem als die Menschheit. Ja? Und das bedeutet also, dass die Tiere, die leben mit Ebola sehr gut und mit HIV sehr gut und so weiter. Aber wenn jetzt Ebola natürlich übertritt auf die immungeschwächten, heutigen, fehlernährten Afrikaner, die ja zerstört wurden, Afrika wurde ja durch Europa genauso zerstört, wie die nordamerikanischen Indianer zerstört wurden, die heute sich kaputt saufen und ihr schwache Immunsysteme deswegen haben und so weiter. Ja? Also das heißt, Afrika ist ja ein durch Europa zerstörter Kontinent, ja. Europa und USA zerstört, denken wir an die Sklaventransporte und so weiter, ja, und an die ganzen Mordkommandos und so weiter. Da treffen dann relativ stärkere, noch nicht so sehr von der Menschheit geschädigte, starke Immunsysteme der Tiere, der menschenähnlichen Tiere, auf die extrem immungeschwächten Afrikaner. Und dann ist es doch klar, dass dann ein Virus, das ja eine ausreichende Durchschlagskraft braucht, um bei den Tieren nach außen treten zu können. Wir denken wieder an das Herpesvirus, ja? Also wieder
zu Wegen nach außen zu kommen. Also so stark muss ja das Virus sein, wenn es bei den Tieren einen Weitertransport erreichen will, sozusagen. Ja? Und dass dieses relativ starke Virus trifft jetzt auf die Immungeschwächte durch die freie Marktwirtschaft, den freien Tauschhandel, durch unser katastrophales Immunsystem, vorgeschwächtes Immunsystem. Und das ist doch klar, dass da mal ein paar Leute an Ebola jetzt sterben. Ne? Das ist doch selbstverständlich. Ja? Wie gesagt, wobei wir außer Behauptungen und so weiter, wir können das ja alles nicht nachprüfen. Ne? Aber sozusagen in der Summe, der eine Arzt hat das ja letztens gesagt in der einen Sendung, der hat das ja ganz klar gesagt, sie haben oft jahrelang nach einer einzigen Antibiotikagabe, haben sie oft jahrelang ein geschwächtes Immunsystem. Ne? Und das heißt, die Summe aller immunschwächenden Dinge führt automatisch, also ich würde sagen, wir haben weltweit jetzt die Gefahr, dass unser durch die freie soziale Marktwirtschaft besonders und auch in Afrika besonders geschädigtes Immunsystem jetzt konkurriert mit den starken Immunsystemen der menschenähnlichsten Lebewesen auf der Erde. Und wenn dann Erreger, die den Affen nichts tun, sozusagen auf uns überspringen, kann es immer gefährlich werden. Und dann diese Fledermäuse oder Flughennen sind uns ja auch ganz eng verwandt genetisch, ja. Und wenn dann die überspringen, ja, die Viren überspringen, die den Flughunden oder den Fledermäusen gar nichts tun, aber uns ganz viel uns was tun können. Also theoretisch ist schon möglich ein Killer-Virus-Outbreak, aber nur weil wir so schwache Immunsysteme haben. Und genau deswegen brauchen wir doch die Wohlfühlstimme und die gesamte Umlenkung und die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, damit wir ein richtiges Gesundheitssystem kriegen, alle unheimlich ein richtiges Ernährungssystem kriegen und so weiter. Und wir dann ein unheimlich starkes Immunsystem bekommen und dann eben auch über Ebola und HIV und Corona alle lachen können, ja? Und auch über Influenza, über die Grippe, ja? Warum haben wir denn im Winter so besonders schwache Immunsysteme? Ja, weil wir irgendwie sowieso schon alle so extrem immungeschwächt sind und so weiter. Und weil eben das Falsche immer getan wird, ne? So. Das war's zu den Fragen. Also wie gesagt, also auch wenn die Leute also quasi weder höflich sitzen können noch oder auch wenn sie beleidigend sind, wenn sie vernünftige Anteile in den Fragen haben, dann werden die mir von den Sendern geschickt und ich werde mich dann bemühen, die zu beantworten. Ja, denn wir freuen uns ja über Kritik. Ja, das ist ja bei jedem Wissenschaftler so, bei jedem richtigen Wissenschaftler. Schluck Wasser, sorry. Von daher, jetzt geht's weiter mit den ganz normalen Tagesschau-Nachrichten. Ne? Wie sieht's aus? Also gestern Abend war ja keine Sendung, weil einfach nichts los war, außer dem üblichen Kram. Gehen wir es Stück für Stück durch. Dr. Med. Rüdiger Dahlke. Einerseits gab es eine Sendung mit einer riesigen Hetze gegen Dahlke, ne? Und natürlich stimmt das. Natürlich hat Dahlke mit seinem ESO-Touch und seinem Spiro-Touch, wir haben uns ja schon oft ganz klar gesagt, mit ESO und Spiro, diesem Quatsch, kann man nichts zu tun haben und so weiter. Und hier, echte Naturwissenschaft ist genau das Gegenteil von ESO-Spinnereien und Spiro-Spinnereien. Aber nur weil er diese Ecke hat, ja, und die wirklich nicht gut ist, diese Ecke, ja, hat er doch seine Lebenserfahrung und seine 40-jährige ärztliche Erfahrung, aus der heraus er einfach
bestimmte Dinge kritisch sieht, wenn auch mit einem zugegebenermaßen verschwörungsmäßigen Touch. Ich rede hier immer nur, wie die nextscientistforfuture.de, immer nur ausschließlich von gewinnbringenden Irrtümern, an die der Händler, der Heiler, der Arzt, der Frühhändler immer glauben, selber glauben und an die heute auch noch alle glauben, die sich aufgehäuft habenden gewinnbringenden Irrtümer sozusagen. Ja? Und dass es eben keine bösen Menschen gibt, die sich verschworen haben, sondern dass Irrtümer das sind, was tötet. Mao hat sich geirrt und 70 Millionen Menschen umgebracht. Hitler hat sich geirrt und 60 Millionen Menschen umgebracht und vergast und so weiter. Stalin hat sich geirrt und hat Millionen von Menschen umgebracht. Doch nicht, weil er böse war, sondern weil er sich total geirrt hat. Ja? Weil er völlig falsche Vorstellungen von der Welt hatte. Und was produziert Irrtümer? Die freie soziale Marktwirtschaft produziert dieses massenhafte Irrtumsgeschehen. In der Evolution passieren immer wieder einzelne Irrtümer, aber unter Bedingungen zum Beispiel der Wohlfühlstimme oder unter Bedingungen vor dem freien Markt sind alle Irrtümer immer ausgestorben mit ihren Trägern, weil Irrtümer zu Schäden führten. Aber jetzt plötzlich führten das Spiel des freien Marktes, der freien sozialen Marktwirtschaft, ermöglicht ja erstmals in der Evolution, dass Irrtümer zu Erfolg führen. Gewinnbringende Irrtümer führen zu Gewinn und das zu Erfolg und auch zu Reproduktionserfolg. Und das ist neu in der Evolution. Ja? Und deswegen, also ich schätze bei Dr. Med. Rüdiger Dahlke nur seine Kritikfähigkeit, seinem eigenen Berufsstand gegenüber, seine Denkfähigkeit als normaler Bürger und erfahrener Arzt, der sehr skeptisch gegenüber der Schulmedizin und gegenüber den so von ihm sogenannten Medizynikern geworden ist, ja. Aber natürlich verurteile ich auch seinen ESO- und Spiro-Quatsch und seinen Verschwörungsaspekt. Das ist natürlich, aber dennoch hat er Lebenserfahrung, ja, und ist wertvoll. Er sagt eben auch so Dinge wie, das ist doch mal wichtig, dass wir wieder mal dran erinnert werden durch Dahlke, ja, dass es eben keine pharmaunabhängige Forschung mehr gibt, ja. Ja, das zu den Maßnahmen sagt er, das war ein gravierender Irrtum, ja, und weil eben doch eben Corona kein Ebola ist, ja, und und dann schildert er eben, wie gesagt, das ist doch wichtig, dass er uns daran erinnert, was wir schon lange wissen, dass es eben bei den Adventisten in Südkalifornien viele über 100-Jährige gibt, ne? Und dass die da nicht selten sind. Das ist doch wichtig, dass wir uns klar machen, wir leben nicht in der besten aller möglichen Welten, wir leben in einer extrem schlechten Welt. Ja, aber eben leider konnte in der Evolution unter Bedingungen des freien Marktes sich eine friedliche nordamerikanische Welt nicht durchsetzen, evolutionsbiologisch, weil wir zu mörderisch waren. Europa ist der Killer von allem, ja, und Amerika ist ja letztendlich Europa nur nach Amerika verlagert. Schauen Sie sich Brasilien an, Südamerika, das sind doch auch alles Europäer, Spanier, Portugiesen und so weiter, ja. Also das heißt, auch dort wurden ja die Indios wesentlich getötet und so weiter. Also man kann sagen, ganz Amerika ist eine Auslagerung des killermäßigen Europas. Ja? Und dass dagegen sozusagen die friedlichen Kulturen, gerade werden die letzten matriarchalen Kulturen zerstört durch unseren Fernseher. Wir brauchen die gar nicht töten. Wir müssen da eigentlich nur einen Fernseher hinschicken und schon werden alle unsere Charakterfehler durch das Fernsehen unterrichtet und dann verschwindet das matriarchale Liebesleben und die Glücklichkeit der Menschen verschwindet und sie fangen an konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, machtsüchtig und profitsüchtig zu werden. Und dann ist das Matriarchat ganz kaputt. Ja? Seit 400.000 Jahren haben wir den totalen Niedergang des Matriarchats und den Aufstieg des Patriarchats. Na, ist doch klar, weil eben, ja, warum steigt das Patriarchat auf? Weil eben
unsere geliebten Milliardärskönige hier, die Vorfahren unserer geliebten Milliardärskönige, also die Fähigsten in den Kommunen, sich ganz einfach sagen, jetzt, wo also nicht mehr geschmust wird in den Kommunen, bin ich nicht mehr glücklich in den Kommunen, dann mache ich mein eigenes Ding und mache auch so einen Handelsladen auf und werde dann halt machtsüchtig und akkumulationssüchtig, Güteranhäufungssüchtig. Ne? Und da habe ich auch meinen Spaß im Leben sozusagen als Trost für das nicht gelebte Leben. Ne? Und das ist doch selbstverständlich, dass dann das Patriarchat entsteht, weil dann diese männlichen Händler, diese Männer nicht mehr alles den Frauen und Kindern in der Kommune schenken, sondern ihr Geschäft machen. Und anstatt zu schenken, werden sie akkumulationssüchtig und werden geizig und gierig und geizig. Das ist doch ganz normal, wenn die in die Evolution durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das ist ja der Chefideologe der freien sozialen Marktwirtschaft, eingegriffen wird. Ne? So, dann war wieder was ganz anderes. Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie-Träumerei, mit der falschen Vorstellung von Gemeinökonomie. Der hat auch mal was ganz Gutes gesagt. Ja? Der hat ja berichtet bei Thilo Jung, ja, Jung und Naiv, also berichtet, dass er eben eine Körperfreundlichkeit empfiehlt. Massieren, Sex haben, tanzen, bewegen und so weiter. Alles sehr körperfreundlich. Da hat er vollkommen recht. Aber dann behauptet er, dass man danach, nach dem guten Sex und so weiter, dass man dann automatisch ein toller und der beste Wissenschaftler sei. Und das beweist eben, leider ist es nicht so. Man muss auch schon noch hochintelligent sein. Und das ist er offensichtlich nicht. Denn er sieht nicht, dass man, und es zeigt sich ja bei Felber, dass man trotzdem nach Tanzen, Massieren und Lieben und so weiter, also einem Anklang des Kommunenlebens, trotzdem noch linksextremistische Unwahrheiten sozusagen bringen kann, ja? Und eben nicht zum besten Wissenschaftler wird, denn dafür braucht man das intelligenteste Gehirn auch, ne? Und das hat er offensichtlich nicht, ne? Zum Beispiel sagt er so Sachen wie Einkommen begrenzen. Was ist das für ein Unfug? Ja? Das habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Einkommen begrenzen oder die Größe von Unternehmen begrenzen. Ja, was sagt dann ein Unternehmer oder ein Top-Manager, der wirklich in der Lage ist, wirklich gut zu managen? Was sagt er sich? Naja, wenn ich in Europa nur noch das Zehnfache, also vielleicht 20.000 Euro im Monat verdienen darf. Ich kann aber in den USA oder in China oder in England kann ich 300.000 verdienen. Naja, ich bin doch nicht bescheuert. Dann wandere ich doch aus nach USA. Die nehmen mich doch mit Kusshand und dann nehme ich vielleicht noch mein ganzes Unternehmen mit. Also das heißt, das ist ein Felber ist ein Konzept. Die Gemeinwohlökonomie ist ein Konzept zur Totalzerstörung Europas. Wir müssen doch mit den Realitäten leben. Und die Realitäten sind doch so, wie sie sind. Wir müssen doch erst einmal die liebevollen Kommunen aufbauen wieder. Dann müssen wir die Milliardärskönige liebe Milliardärskönige, dann sind sie herzlich eingeladen, wenn unsere Gesundheitskommunen funktionieren, sich daraus die ersten echten Naturkommunen wie vor 400.000 Jahren gebildet haben, mit Hightech zusammen selbstverständlich. Und dann werden sie eingeladen, da mitzuleben. Und wenn sie dann in Liebe mit ihrer Kommune sind und anfangen, alle ihre Milliarden an die Kommune, an die geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune zu schenken und so weiter, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen. Aber jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, was Felber will, ja, immer diese Dummheit der Linksextremisten, ja, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Also hier erst einmal die hier angreifen. Ja, so. Felber geht also zum Milliardärskönig und sagt, ja, also im Moment kriegen Sie pro Stunde oder pro Monat haben Sie ein Einkommen
von, sagen wir mal, 500.000 Euro, von 2 Millionen Euro pro Monat, ja, das will ich jetzt mal eben begrenzen auf 20.000. Denn das, meine Art, wie ich unter Linksradikalen meine Arten von pseudodemokratischen Abstimmungen mache in nicht repräsentativen Stichproben, hat ergeben, dass durchschnittlich nur ein Zehnfaches vom Mindesteinkommen die Leute wollen. Ja, also das heißt, wir machen jetzt in Europa sozusagen, liebe Milliardärskönige, begrenzen wir ihr Einkommen von 1 Million monatlich auf 20.000 Euro monatlich. Ich finde, sollten Sie jetzt gut finden. Dann sagt der Milliardärskönig, sind Sie bescheuert? Sie kommen zu mir und sagen, Sie wollen mir einfach nur wegnehmen. Herr Felber, Sie wollen mir einfach nur wegnehmen, sagt der Milliardärskönig. Und Pustekuchen, wenn Sie das in Europa durchkriegen, dann bin ich weg, schneller als Sie gucken können. Mit und mein ganzes Vermögen ist mit weg und meine Unternehmen sind weg und alles ist weg. Und dann, Herr Felber, dann verrecken Sie alle, weil dann werden Sie alle Afrika. Denn dann haben Sie niemanden mehr, der überhaupt noch eine funktionierende Wirtschaft betreiben kann. Ja, dann haben Sie die Leute wie in der DDR oder in der Sowjetunion, die ganzen Stümper, die dann ihre Betriebe geführt haben und die Betriebe natürlich selbstverständlich in den Abgrund gewirtschaftet haben, weil sie zu dumm waren dafür. Weil sie eben hier, sie brauchen Intelligenz, um ein Unternehmen in diesem knallharten weltweiten Wettbewerb überhaupt überleben zu lassen. Da brauchen Sie die höchste Intelligenz. Und wenn Sie die Leute ranlassen, hier die Leute ranlassen, ein Unternehmen zu führen, dann geht das Unternehmen zwangsläufig kaputt. Denn Dumme können nicht gegen Kluge konkurrieren. Und wenn auf der Rest der Welt, in China, die Klügsten die Unternehmen steuern, sozusagen, oder in Amerika, Nordamerika, die Klügsten die Unternehmen steuern, dann geht automatisch jedes Unternehmen, das von Dümmeren gesteuert wird, geht kaputt. Das ist Evolution, das muss so sein, ja. Und deswegen ist die DDR wirtschaftlich kaputt gegangen und auch die Sowjetunion wirtschaftlich kaputt gegangen und so weiter. Ja, ja. Gut, also das war Felbers Irrwege, ja, da hatten wir jetzt auch abgehakt. Dann will Felber die Waffenproduktion verbieten. Da sind wir wieder bei den nordamerikanischen Indianern, bei den Afrikanern, die versklavt wurden, bei den Indios in Südamerika, wo überall Europa als Eroberer alles abgeschlachtet hat und Sklaven geholt hat und so weiter. Wobei Amerika da immer noch das Problem hat mit all den Sklaven, weil das sich irgendwie offensichtlich auch nicht richtig integrieren lässt und so weiter. Naja, auf jeden Fall sozusagen. Ja, also Waffenproduktion verbieten. Das heißt also genau das. Er will also quasi Europa in den Zustand der nordamerikanischen Indianer versetzen. Ja? In den Zustand der südamerikanischen pazifistischen Indios. Er will quasi die in den zweiten Schritt vom ersten tun, den zehnten Schritt vom ersten tun. Er will das, was ganz am Ende stehen kann, nämlich dass die Menschen alle wieder pazifistisch in Nachbarkommunen leben, ja, und es gar keine Staaten mehr gibt und so weiter. Da will er diesen zehnten Schritt möchte er als ersten Schritt machen. Und das bedeutet also, dass Europa genauso waffentechnologisch unentwickelt wird wie die Indianer damals und die Indios damals und die Afrikaner damals. Und dann kommen jetzt die USA, die neuen Europäer und die Chinesen, die neuen Europäer und dann machen die eben Europa platt. Und das, also Christian Felbers Gemeinwohlökonomie ist ein falscher Plan in falschen Reihenfolgen sozusagen, das ist ein Plan der Totalzerstörung Europas. Ja, nur, dass wir das nochmal deutlich gesagt haben. Deswegen brauchen wir die echte Gemeinwohlökonomie der Next Scientist for Future.de mit ihrer Wohlfühlstimme. Ja? Und der hundertfachen Verbesserung des Bhutan-Konzeptes vom Bruttonationalglück. Ja? So, KenFM, ja, also der Sender hat wieder Sendungen gebracht. Und
Ja, da ist auch wieder der Tenor. Es ist eben alles unwissenschaftlich, was gebracht wird. Die Maßnahmen sind ungerechtfertigt, eben weil ja eben, ich habe es ja eben gesagt, die gewinnbringenden Irrtümer, die ich eben erklärt habe und in über 400 Videos erklärt habe, diese gewinnbringenden Irrtümer sitzen doch als Viren des Geistes in den Ärzten. Und da die Ärzte sozusagen da unsere Politik und Medien völlig unkritisch alles übernommen haben, was die Ärzte ihnen gesagt haben, ist doch klar, dass das Irrtümer sein mussten und dass deswegen automatisch sozusagen auch die Maßnahmen falsch waren und so weiter. Ja? So, dann lese ich gerade mal weiter. Ja, und dann wird geschildert, dass bei KenFM in dem Sender wird geschildert, dass symptomfreie Ärzte in Quarantäne geschickt würden. Symptomfreies Medizinpersonal. Natürlich entsteht dann irgendwie eine panische, hektische Situation, wenn die Hälfte des Personals sinnlos in Quarantäne ist, weil die ja angeblich dann infektiös für die Patienten wären. Aber ich denke, die Patienten haben Corona. Naja gut, dann könnte man sagen, die Ärzte wurden in Quarantäne geschickt, weil sie ja andere Patienten im Krankenhaus noch infizieren könnten mit Corona. Ja? Es hat so seine interne Logik, aber ist doch klar, dass das eine Kliniksüberbelastung zur Folge hat. Ja? Und dann Sterbefälle, ja, zum Beispiel schildert der Sender KenFM, dass es eben auch viele zusätzliche Sterbefälle gibt, dadurch, dass viele Schwerkranke zu Hause bleiben, aus Angst, sich mit Corona im Krankenhaus infizieren zu können. Und dann steigt dadurch auch wieder die Letalität auf, obwohl die Gesamtletalität trotzdem immer noch im unteren Promillebereich sei. Ja? Also KenFMs Sender, so Tenor, ja. Deswegen muss ich noch einmal sagen, wenn Sie einmal, ja, also wenn Sie hier dieses Bild, allein dieses Bild macht doch schon Panik, wenn Sie einmal rufen, Killer-Virus, 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 hier 1,5 Meter Abstand halten, sonst sterben, ja, wenn Sie das einmal rufen, haben Sie eine total veränderte Situation, die Ihre eigenen Todesfälle produziert, die also eine totale Eigendynamik entfaltet. Und genau genommen war der Fehler, dass also in China einmal Killer-Virus gerufen wurde und danach hat das Ding seine Eigendynamik entfaltet, weil danach sozusagen viele Todesfälle allein durch diesen Ruf Killer-Virus, ja, stellen Sie sich vor, Sie rufen irgendwie Killerangriff oder so oder Terroristen, Killer-Terrorist, ja, die Leute rennen in Panik auseinander und dabei rennen einige vors Auto und vor den Bus und unter den Lastwagen. Und dann sind die tot. Ja, also wenn sie einmal eine Panik starten, ja, und die wurde leider in China gestartet, aus welchen Gründen auch immer oder was da schiefgelaufen ist, weil vielleicht China nicht genügend Kapitalismuskritik mehr im Kopf hat und nicht versteht, dass die westliche Medizin solche Killer-Virus-Rufe mit regelmäßigen Abständen produziert. Ebola, HIV-Killer-Virus, wenn es nach den damaligen Rufen gegangen wäre, warum ist dann noch nicht die ganze Menschheit tot? Ja, oder Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und so weiter. Ständig ruft natürlich die Irrtumsmedizin in der freien sozialen Marktwirtschaft den Ruf Killer-Virus, Killerkeime, Killererreger. Und dabei sind die einzigen wirklichen Killerkeime, die im Krankenhaus gezüchteten, durch zu viele Antibiotika in der Tiermast und so weiter. Der überall gezüchteten multiresistenten Killerkeime, die man besonders vom Krankenhaus und von der Arztpraxis bekommt, ja, das sind doch die eigentlichen Gefahren, das sind die, ja, und so, das ist eine Eigendynamik, in der Psychologie nennt man das die selbsterfüllende Prophezeiung, ja, also sozusagen, ich schreie Killervirus und plötzlich habe ich lauter Tote. Und dann habe ich vielleicht sogar in der Statistik wirklich eine Übersterblichkeit, aber dann habe ich die Übersterblichkeit und muss ich doch naturwissenschaftlich versuchen rauszufinden, habe ich die Übersterblichkeit jetzt wegen dem Killer-Virus?
oder wegen der selbsterfüllenden Prophezeiung und dem Ruf und dem Panikruf Killer-Virus. Ja? Das muss ich doch unterscheiden, was ist. Ja? Also mein Eindruck ist, es ist insgesamt genug aufgedeckt. Wir müssen uns jetzt mal mit der Ursachenbehebung beschäftigen. Wir müssen die freie soziale Marktwirtschaft beenden. Wir müssen das Überleben von gewinnbringenden Irrtümern beenden. Wir müssen die zum Aussterben bringen durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und so weiter. Wir müssen die freie soziale Marktwirtschaft beenden, ja? Wie das die nextscientistforfuture.de wollen. Ja, Raphael Bonelli, ein Psychiater, naja, immer, da ist immer die Gefahr, wie bei Dr. Dahlke auch, natürlich Psychoquatsch, Esoquatsch, Spiroquatsch Psychiater Raphael Bonelli ist dann eher das Thema Psychoquatsch-Gefahr oder Psychoquatsch-Alarm. Aber er sagt durchaus, dass wir da in einer Falle, in einer Vermeidung, das Konzept des Vermeidungslernens der Verhaltenstherapie ist natürlich auch falsch, ist letztendlich auch Psychoquatsch, aber der sagt schon richtig, dass wir da in einer Art Falle getappt sind, denn jetzt ist dieses Argument, ja nur durch die Maßnahmen sind wir gerettet worden, das verführt natürlich dazu, bei jeder Gelegenheit auch wieder Maßnahmen zu machen und dann wieder zu behaupten, dass wir nur dadurch gerettet wurden, dabei bevor man irgendwo auf der Welt einfach den Panikruf aussendet, Killer-Virus, ja, sollte man erst einmal gucken, ob ein Virus wirklich an sich und für sich und nur für sich und ganz unabhängig von der Schulmedizin und der kapitalistischen Medizin eine Eigensterblichkeit entfaltet, die wirklich drastisch hochsteigen lässt, sozusagen, ja. Karl Lauterbach von der SPD deutet ja sowas an bei Markus Lanz. Ne? Er zeigt plötzlich Kurven, die ja Markus Lanz brav zeigt, dass angeblich in New York, ja, wobei wir nicht wissen, ne, New York, da ist natürlich dieser Panikruf, Killer-Virus natürlich auch in New York, war natürlich auch angekommen, aber er behauptet das also quasi vor jedem Außeneinfluss, das ist schon mal wissenschaftlich unwahr. Ja? Also vor jedem Außeneinfluss war es nicht, sondern der Killer-Virus-Ruf ging schon lange durch die ganze Welt und so weiter. Und dass das auch ganz New York beeinflusst hat und alle Menschen in New York, alle Ärzte, alle Krankenhäuser, alles beeinflusst hat und so weiter, ist doch selbstverständlich. Panik ran auf die Kliniken und Praxen und so weiter, ja. Und dann behauptet er, dass angeblich also aus dem Nichts hochgeschossen sei die allgemeine Sterblichkeit, auch ohne Interaktion und so weiter. Ja? Und das ist halt jetzt interessant, wenn das stimmen würde, dass wirklich vor jeder Panik, vor jedem Killer-Virus-Ruf und vor jedem sozusagen, vor jeden eigenen Sterblichkeiten durch die Panik sozusagen, wirklich die Sterblichkeitsrate an sich hochgegangen sei, und zwar explosionsartig, dann wäre das ja ein Beweis. Aber warum kriegen wir dann eine solche Kurve nicht aus Schweden? Ja, jetzt könnte man sagen, die schwedische Regierung will diese Kurve unterdrücken, ja. Aber wieso kriegen wir die nur aus New York und aus England und so weiter, ja? Also, das heißt, Dr. Bodo Schiffmann würde ja da das Gegenteil sagen. Der ist ja auch entsetzter und sagt, dass die Maßnahmen eben schrecklich sind und so weiter, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn vorhin überlesen habe, aber er hat ja im Wesentlichen sich geäußert, dass er entsetzt ist darüber, dass die Maßnahmen immer noch nicht beendet werden. Ja, obwohl wir, ja, also Lauterbach droht ja quasi, nein, das Virus ist doch ein Killer-Virus und dann werden die Zahlen hochschießen. Aber wo sind sie denn in Weißrussland hochgeschossen, wo doch alle Journalisten so begierig sind, jetzt plötzlich die Leichenberge Weißrusslands und Schwedens zu zeigen? Weil sie wollen doch eigentlich wollen doch alle Journalisten der Welt im Moment die Schweden und die Weißrussen ihres Irrtums überführen und eben sie sagen, Edge Badge, ihr seid die Dummen, ihr wart falsch. Ja? Und alle wollen sie das. Ich habe doch die ganzen Fernsehberichte gesehen, der normalen, die also quasi versuchen, Weißrussland anzugreifen, wie
es nur geht, ja, und so weiter, und Schweden anzugreifen, wie es nur irgendwie geht, ja. Und warum finden jetzt diese Leute nicht diese Totenberge und die Gesprächspartner, die von in ihrem Umfeld massenhaft sterbenden Menschen berichten oder gestorbenen Menschen berichten in Schweden und in Weißrussland, wo sie das doch beweisen wollen und belegen wollen, dass die Schweden sich geirrt haben und die Weißrussen sich geirrt haben und so weiter. Also da würde ich doch sagen, vielleicht irrt sich da Herr Dr. Professor Karl Lauterbach von der SPD eben doch gründlich. Und ja, also für mich wäre es ein Hinweis, der beweisen oder einen Hinweis geben könnte, dass der Virus doch deutlich stärker als ein Grippevirus ist. Das könnte mir immer ein erster Hinweis könnte naturwissenschaftlich gegeben werden durch die ganz klare Aussage hier in Schweden und in Weißrussland, wo man versucht hat, die weltweite Panik und deren Effekte und deren eigene Schädlichkeit so weit wie möglich im Zaume zu halten. Und wo man so wenig Maßnahmen wie möglich gemacht hat, dann müsste es jetzt nach Adam Riese sozusagen dort ganz viele Tote geben, wenn die Statistiken, also die Behauptungen von Professor Karl Lauterbach bei Markus Lanz, wenn die der Wahrheit entsprechen würden und kein Irrtum wären. Dann müsste es dort jetzt Medienberichte geben über die sensationelle Sterblichkeit, die weit über der normalen Sterblichkeit, ja, in Deutschland, wie gesagt, zur Erinnerung, jeden Tag sterben, ganz egal ob Winter oder Sommer, durchschnittlich sowieso 2500 Menschen jeden Tag in Deutschland, ja, und das heißt, es müsste dann vergleichbar in Schweden, müsste es so, also in Schweden und Weißrussland müsste es jetzt dieses Hochschießen ja längst geben, dass das sozusagen jetzt, wo der, dort hat ja, haben ja die, der, dieser Coronavirus hat ja freien Lauf in Schweden und Weißrussland, und dann müsste es doch für die Journalisten ein leichtes sein, lauter Leute zu finden, die sagen, hier, da ist jemand in meinem Umfeld gestorben und da ist jemand in meinem Umfeld gestorben, und das war sogar im schlimmen Grippewinter 17, 18 nicht so und so weiter, jetzt sterben um mich herum die Menschen wie die Fliegen, und das müsste doch leicht sein, davon ganz viel solcher Zeugen zu interviewen und so weiter. Ich hoffe nicht, dass das jetzt eine Aufforderung da ist, solche Zeugen zu kaufen, ne? Aber es müsste doch schon mal Hinweise in diese Richtung geben, dass jetzt einfach auch in Schweden und in Weißrussland und ähnlichen Staaten mit geringeren Maßnahmen müssten doch jetzt verglichen auf Deutschland nicht 2500 Leute jeden Tag sterben, sondern 3.500 jeden Tag und so weiter. Natürlich bezogen auf die Zahlen von Weißrussland und Schweden. Also insofern kann man sagen, wir sollten uns lieber jetzt damit beschäftigen, wie wir die freie soziale Marktwirtschaft mit Hilfe der Next Scientists for Future.de endlich beenden und damit die Gefahr dafür, dass jederzeit unsere Medizinindustrie, die kapitalistische, freie sozialmarktwirtschaftliche Medizin- und Pharmaindustrie, jederzeit wieder sich irren kann und rufen kann, Killer-Virus, Killer-Virus, und damit wieder riesigen Schaden an der Menschheit anrichten kann und natürlich wie immer gute Einnahmen für Medizin- und pharmazeutischen industriellen Komplex generieren kann. Ja, das sollten wir beenden. Tschüssi.